Verehrte Deutsche, mein Name ist Natalia Nitek-Płażyńska und ich habe eine Geschichte zu erzählen. Dies ist eine Geschichte über euren Landsmann Hans G., der nach Polen kam, weil er hier leben und Geschäfte machen wollte. Wir haben ihn genauso empfangen, wie wir Gäste in Polen empfangen. Freundlich, mit Sympathie, menschlich. Hans G. gründete ein Unternehmen und entwickelte es weiter. Es ging ihm gut, er konnte zufrieden sein. Und doch war er nicht zufrieden. Anstatt den Polen Danke zu sagen, sagte er zu uns: polnische Schweine. Anstatt zu sagen: es ist schön, dass ich mit euch arbeiten kann, schrie er, dass wir Schwanzlutscher und Idioten seien. Hans G. schrie, dass wir Polen scheiße seien und tat so, als würde er auf uns schießen, auf die polnische Schweine, genau wie im Zweiten Weltkrieg eure Großeltern auf unsere Großeltern schossen. Woher ich das alles weiß? Weil ich für Hans G. gearbeitet und alles mit eigenen Ohren gehört habe. Ich möchte richtig verstanden werden. Ich mag Deutschland. Ich habe viele deutsche Freunde und in der Schule habe ich gerne Deutsch gelernt. Obwohl die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs Millionen meiner Landsleute getötet und mein Land dem Erdboden gleich gemacht haben, habe ich nie über euch voller Hass oder Verachtung gesprochen. Niemals. Aber ich kann nicht still sein, wenn der deutsche Hans G. in meinem Land, in Polen, Adolf Hitler lobte. Ja, er sagte direkt vor den polnischen Arbeitern und vor mir: ich hasse euch, weil ich ein Nazi bin. Es sei schade, dass Hitler weder sein Werk beendet, noch alle Polen erledigt habe. Welches sei das beste Parfum für Polen? Zyklon B. So hat Hans G. gescherzt. Meine Damen und Herren, alles, was ich Ihnen erzähle, ist direkt bei Piaśnica passiert. Wissen Sie, was Piaśnica ist? Es ist ein Ort, an dem die Deutschen von Oktober 1939 bis April 1940 polnische Beamte, Wissenschaftler und Sozialaktivisten massakrierten. Es war ein Teil der berüchtigten Intelligenzaktion, die darauf abzielte, uns, den Polen, unsere geistige Elite zu nehmen und uns so der Fähigkeit beraubte, unser Los in Zukunft selbst zu bestimmen. In Piaśnica wurden etwa 14.000 Menschen ermordet. Die Leichen wurden in Gruben geworfen. Die Ermordeten sollten für immer namenlos bleiben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wurde fast jeden Tag von Hans G. beleidigt. Fast jeden Tag musste ich sein Nazi-Schreien anhören. Ich sagte: genug. Um Beweise vor Gericht zu haben, habe ich seine Worte aufgezeichnet. Ich habe die Staatsanwaltschaft informiert. Im Zivilverfahren bestätigte das Gericht meine Argumente. Hans G. wurde angewiesen, sich bei mir zu entschuldigen und 50.000 Zloty an das Museum in Piaśnica zu zahlen. Hans G. wurde auch von der Staatsanwaltschaft beschuldigt. Heute wurde Hans G. zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten auf Bewährung von 2 Jahren verurteilt. Darüber hinaus muss er eine Geldstrafe von 20.000 Zloty zahlen und sich bei mir und anderen Mitarbeitern entschuldigen. Aber ich wollte euch, verehrte Deutsche, von dieser Angelegenheit erzählen, nicht weil mich das befriedigt. Im Gegenteil, ich fühle Schmerz und Traurigkeit, weil ich denke, dass es noch viel mehr Leute wie Hans G. geben kann. Und dass etwas Schlimmes unter dem schönen Umhang eurer offiziellen Entschuldigungen für den Zweiten Weltkrieg und Hitler verborgen ist. Und dass wir über bestimmte Dinge noch einmal sprechen müssen. Verehrte Deutsche, bringt euren Kindern bei, was der Zweite Weltkrieg wirklich war.
erinnert sie an die Millionen von Polen, die von euren Großeltern ermordet wurden. Bitte kommt nach Piaśnica, um mehr über die Opfer der Morde von 1939 und 1940 zu erfahren. Lasst nicht zu, dass Leute wie Hans G. in Deutschland etwas zu sagen haben. Es liegt in eurer Verantwortung, dass der deutsche Nationalsozialismus nie wieder den Kopf hebt und dass die Wahrheit über die nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Polen nie vergessen wird.